Vielen Dank. Weiter geht's mit einem wunderschönen Song von Mr. Pharrell Williams. Wanna keep everybody happy in the house tonight. Here we go. If Miss I'm crazy, what I'm about to say. Thank you. Vielen Dank an Soul System und wir nähern uns dem Hauptteil des Abends. Und ich habe es vorhin gesagt, Politik, die macht man nicht alleine, man holt sich Unterstützer. Begrüßen Sie den SPD-Parteichef Martin Schulz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen, die ihr hier im Saal seid, für die Zeichen der Solidarität. Es tut einem gut in schwierigen Zeiten. Ich freue mich, bei euch zu sein hier in Niedersachsen. Es ist ganz klar, dass wir, das ist mein erster öffentlicher Auftritt nach dem Wahlsonntag, einen Blick zurückwerfen auf diesen Wahlsonntag zur Bundestagswahl. Das waren schwierige anderthalb Wochen für uns alle, für die SPD. Ich will mich aber erstmal bei all denjenigen bedanken, es sind ja viele hier in diesem Raum, die bei diesem Bundestagswahlkampf geholfen haben. Wir haben gekämpft wie die Löwen, auch hier. Und ich will mich bei allen bedanken. Ich habe die SPD selten so geschlossen, selten so kampfentschieden gesehen wie in diesem Monat. Dafür bin ich euch von Herzen dankbar. Und ihr übertragt diesen Kampfeswillen ja sofort hier in Niedersachsen in den Landtagswahlkampf. Dafür, dass wir bei der Landtagswahl hier nicht nur ein gutes Ergebnis erzielen, sondern etwas erreichen, was nach meinem Dafürhalten für unsere Politik, für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten von besonderer Bedeutung ist und wofür Stefan Weil in besonderer Weise steht. Dass man mit Geradlinigkeit und vor allen Dingen mit Aufrichtigkeit und mit Transparenz Politik betreiben muss und nicht mit irgendwelchen Tricksereien. Dafür steht die niedersächsische SPD in diesem Wahlkampf. Und dafür stehe ich auch persönlich mit dem, was ich in diesem Wahlkampf versucht habe, rüberzubringen, in der Partei und in unserem Land, dass man Politik auch mit dem Herzen machen muss, dass man Politik mit Leidenschaft betreiben kann, aber dass man sich nicht verbiegen muss, dass man so bleiben kann, wie man ist, mit der Authentizität, wie das in Neudeutsch heißt, also mit geradem Rücken und mit dem Willen, seine eigene Persönlichkeit nicht zu verbiegen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in der Politik. Wir müssen es schaffen als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, das ist ein Stück unseres Neuanfangs, dass die Menschen uns abnehmen, die Leute, für die wir Politik machen, dass die uns abnehmen, dass wir hier im Bau und in unserem Herzen bei ihnen sind, nicht nur mit dem Verstand. Dass wir mitkriegen, wie das ist, wenn Menschen Sorgen haben,
um ihre Rente, dass wir mitkriegen, wie das ist, wenn sie Sorgen haben um die Zukunft ihrer Kinder, wenn sie Angst haben davor, dass vielleicht die technologische Entwicklung am Ende ihre Arbeitsplätze vernichtet und sie nicht wissen, gibt es neue und finde ich in dieser neuen Arbeitswelt noch meinen Platz. Dass wir wissen, wie das ist, wenn einer mit Mitte 50 das Haus noch nicht bezahlt hat, die Kinder noch in der Ausbildung sind, vielleicht die eigenen Eltern schon pflegebedürftig sind und du wirst nachts wach, weil du bedroht bist, deinen Job zu verlieren. Können wir noch nachvollziehen, hier im Bauch und hier im Herzen, wie es diesen Leuten geht? Das mag ein Extrembeispiel sein, aber nur dann, wenn die Leute das verstehen, dass wir als Sozialdemokraten mit ihnen fühlen können. Und weil wir mit ihnen fühlen können, Projekte entwickeln, wie wir ihr Leben ein Stück besser machen können, dann gewinnen wir das Vertrauen der Menschen auch wieder zurück. Und dafür brauchen wir einen neuen Start. Nach dem Wahlergebnis, wie wir das eingefahren haben, ein bitteres, das war auch für mich persönlich, das werden Sie nachvollziehen können, ein bitterer Tag. Ich habe alles gegeben, ihr habt alles gegeben, ich bin, das kann man in vielen Zeitungen nachlesen, über das hinausgegangen, was man normalerweise leisten kann. Ich habe wirklich versucht, so wie der Stefan das zurzeit macht, alles zu geben, mich reinzuhängen, ein Stück mehr noch zu geben, als man normalerweise mobilisieren kann. Und sich immer noch mal aufzuraffen und zu sagen, ja, jetzt geht's wieder nach vorne. Und wenn du dann so ein Ergebnis einfährst, klar, dann bist du erstmal down. Dann ist erstmal, wie wir in Nordrhein-Westfalen im Bergbau sagen, hänge im Schacht. Du hast den Niederschlag wegzustecken. Aber wir müssen auch immer an eins denken. Ich habe in diesem Wahlkampf gesagt, wir kämpfen nicht um Prozente und Meinungsumfragen. Wir kämpfen vor allen Dingen für unsere Überzeugungen und dafür, dass das, was wir an Programmatik vorschlagen, den Menschen in ihrem Leben hilft, unser Land besser zu machen, das Leben der Leute besser zu machen. Und deshalb müssen wir als Partei uns natürlich ein paar kritische Fragen stellen. Was haben wir falsch gemacht? Die Frage stellen, was hätten wir besser machen können? Und vor allen Dingen, sind wir programmatisch und organisatorisch gut genug aufgestellt, um die Zukunft, um die Herausforderungen der Zukunft anzupacken? Und da werden wir in der SPD einen umfassenden Debattenprozess führen und eine umfassende Diskussion mit unseren Mitgliedern, aber auch mit den Männern und Frauen in unserer Gesellschaft, die uns zugewandt sind. Auch mit denen, die vielleicht andere Meinungen vertreten als wir, aber die uns helfen können zu verstehen, was in der Gesellschaft los ist. Wir müssen als sozialdemokratische Partei, das muss eigentlich jede demokratische Partei, zuhören, aufnehmen und das, was wir gehört haben und aufgenommen haben, umsetzen. In der Politik, die das Leben besser macht. Da gibt es riesige Herausforderungen. Es gibt eine Herausforderung europäischer Art. Europa muss stärker gemacht werden. In diesem digitalen Zeitalter, in dem wir leben, in dem das Internet, in dem die technologische Entwicklung global jeden Tag ein Stück schneller die Welt verändert, werden die Herausforderungen nicht nur national zu beantworten sein. Man braucht dazu globale Antworten. Und in der Globalisierung, in der wir leben, muss Europa stark gemacht werden. Denn wenn ihr 1,4 Milliarden Chinesen nimmt und 1,1 Milliarden Inder, zusammen sind das 2,5 Milliarden Menschen in diesem Nachbarstaat, das ist ein Drittel der Erdbevölkerung. Und wir haben 83 Millionen Einwohner. Wenn wir bestehen wollen, dann werden wir Europa stark machen müssen. Und dazu gehört der Mut zu sagen, jawohl, wir wollen ein starkes Europa. Wir wollen nicht ein Europa der Kleinstaaterei. Wir wollen nicht ein Europa der Banken, der Versicherungen, der Anlagen, Vertretungen, die ein Europa der Profitmaximierung wollen. Wir wollen ein Europa, das die sozialen Standards, das die ökologischen Standards, das die Grundrechte im 21. Jahrhundert verteidigen kann, weil es stark ist und damit den Bürgerinnen und Bürgern dient. Und wir brauchen eine Bundesrepublik, in der der Respekt vor der individuellen Lebensleistung von Menschen im Mittelpunkt steht. Ja klar, eines Tages, das ist ein gutes Beispiel, wird es selbstfahrende Busse geben. Aber der Busfahrer, der heute noch den Bus fährt, der muss wissen, dass wir ihn nicht im Stich lassen, wenn sein Job wegfällt, sondern dass wir durch Qualifizierung und durch Weiterbildung und durch die Entwicklung anderer Arbeitsformen ihn und seine Familie in der Zukunft absichern wollen und niemanden in dieser Gesellschaft aufgeben wollen. Und dazu...
Dazu gehört der Mut, dass wir investieren. Und vor allem investieren in die Bildung. Und da ist Niedersachsen ein Land, das jetzt mit dem Ministerpräsidenten Stefan Weil, da wird er nachher was zu sagen, die Initiativen ergreift, die wir auf der Länder- und auf der Bundesebene brauchen, um mit Bildung und Qualifizierung die Grundlage zu schaffen, die eine starke Volkswirtschaft wie die Bundesrepublik Deutschland braucht. Und dabei steht für mich, das wird für die SPD ein ganz wichtiger Punkt sein in der Zukunft, auch im Vordergrund, dass wir endlich kapieren, dass nicht nur die akademische Bildung eine wichtige ist. Wir werden bis 2040 wahrscheinlich 3,3 Millionen Facharbeiterinnen und Facharbeiter zu wenig haben. Hier sitzt der Wirtschaftsminister des Landes, der Olaf Wies, der davon ein Lied singen kann, was das in einem Industriestaat, in einem Industrieland wie Niedersachsen bedeutet, wenn wir zu wenig Facharbeiterinnen und Facharbeiter haben. Gerade für unsere mittelständische Wirtschaft, nicht nur für die Industrie, auch für die mittelständische Wirtschaft, sind gut qualifizierte Männer und Frauen als Facharbeiterinnen und Facharbeiter das Rückgrat, das sie brauchen, um wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu sein. Dann müssen wir aber aus unseren Berufsschulen wieder die Zukunftswerkstätten des Landes machen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass eine berufliche Qualifizierung nicht als etwas Sekundäres genommen wird. Der Installateur, der bei uns die notwendigen Arbeiten im Haus macht, der ist genauso viel wert wie ein guter Dachdecker, so viel wert ist wie ein guter Hausarzt oder ein guter Diplom-Ingenieur. Wir müssen endlich wieder dazu kommen. Wir müssen dazu kommen, dass wir die Gesellschaft des Respekts vor der individuellen Lebensleistung der Menschen wieder in den Mittelpunkt unserer Politik als Sozialdemokraten stellen. Das ist unser Anspruch. Das werden wir in einem intensiven Diskussionsprozess, dieser Dreiklang aus Respekt vor der individuellen Lebensleistung, der Absicherung der individuellen Lebensbedingungen durch Qualifizierung und Weiterbildung, durch gute Investitionen in die Bildung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vor allem die Stärkung der Frauen, sind häufig die Frauen, die den höchsten Preis bezahlen. Wenn sie Familie und Beruf miteinander vereinbaren wollen, was viele übrigens müssen, weil in den Ballungszentren zwei Einkommen oft nicht mehr ausreichen, um die Mieten bezahlen zu können. Und wenn ihr euch überlegt, wenn eine Frau von Vollzeit in Teilzeit muss, weil sie in der Familie arbeitet, weil sie Kinder erzieht, weil sie den Angehörigen pflegt und hinterher zurück möchte, wieder in die Vollzeit, aber nicht kann, obwohl sie eigentlich müsste, dann wird sie doppelt bestraft, weil sie bleibt bei dem niedrigeren Gehalt und sie kriegt aus einem niedrigeren Einkommen am Ende auch eine niedrigere Rente. Und dann sind die Frauen diejenigen, die den höchsten Preis bezahlen. Deshalb in der Bundesrepublik Deutschland müssen wir, dafür werden wir als Sozialdemokraten arbeiten, dafür wieder eine Mehrheit zu gewinnen, zu einem Land werden, in dem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht doppelte Last, sondern doppelte Freude ist. Das, glaube ich, wollen wir erreichen. Also wir haben eine Menge auf der Bundesebene zu tun, aber wir sind die Opposition in diesem Lande. Angela Merkel und die CSU, die ein bisschen weniger, aber Frau Merkel mehr, aber die Grünen und die Liberalen haben zu erkennen gegeben, dass sie eine Regierung bilden wollen, dann sollen sie das tun. Unsere Rolle ist die der Opposition in diesem Lande. Jetzt will ich mal zu den Kommentatoren eins sagen. Ich will mal zu den Kommentatoren eins sagen, die immer von der staatspolitischen Verantwortung der SPD reden. Ja, wir haben eine staatspolitische Verantwortung, jawohl. Eine starke Opposition gegen die Regierung ist eine staatspolitische Verantwortung, die wir annehmen wollen. Und deshalb werden wir aus dieser Opposition, dieser Koalition, den Debattenprozess entgegensetzen, den man braucht.
In Deutschland darf es nicht so sein, dass nur weil Angela Merkel sich dazu entschieden hatte, im Wahlkampf zu schweigen, die Konfrontation zwischen den demokratischen Linken und den demokratischen rechten Kräften in diesem Lande nicht mehr stattfindet. Dieses politische Vakuum, das dürfen nicht permanent die Populisten füllen. Deshalb die Konfrontation in der Demokratie zwischen der demokratischen Rechten und der demokratischen Linken ist das Salz in der Suppe der parlamentarischen Demokratie. Dafür werden wir sorgen. Das, liebe Gäste und meine Damen und Herren, will ich mit meiner Kollegin Andrea Nahles gemeinsam machen, die die Bundestagsfraktion der SPD anführen wird. Ich werde mich auf die Partei und die Reform und die Neuanläufe, die wir in der Partei brauchen, konzentrieren. Aber wir konzentrieren uns auf den 15. Oktober. Und dann bin ich heute natürlich auch hier, um meinen Freund Stefan Weil und die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hier in Niedersachsen zu unterstützen. Und seien wir mal ganz offen, was hier hingelegt wird in den letzten Wochen, das ist nicht nur für Niedersachsen, das ist für uns alle in der Bundesrepublik eine Ermutigung. Das, was hier läuft, macht uns allen Mut. Es zeigt, dass eine kämpfende Partei gewinnen kann, klar. Die anderen machen die übliche Methode. Man kann Vorurteile pflegen oder Lösungen liefern. Die Aufteilung ist in diesem Lande klar. Die Vorurteile pflegen die einen, die Lösungen liefern die Sozialdemokraten. Das ist, glaube ich, eindeutig geworden in diesem Wahlkampf. Niedersachsen hat zum jetzigen Zeitpunkt die höchste Quote an sozialversicherungspflichtigen Jobs, die es bisher überhaupt gab. Das ist eine Rekordleistung dieser Landesregierung. Ich höre ja bundesweit, egal wo ich herkomme, wo ich hinkomme und auch da, wo ich herkomme, höre ich das auch, Lücken bei der inneren Sicherheit. Darf man mal darauf hinweisen, dass Niedersachsen noch nie so viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hatten wie jetzt zur Zeit. Und vielleicht ganz bitter für die andere Seite, aber die Realität, dieses Land hat einen ausgeglichenen Landeshaushalt. Die Sozialdemokraten können sehr wohl, sehr gut mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgehen. Deshalb, wir haben alle zum Teil fassungslos davor gestanden, was sich hier in diesem Land in den letzten Monaten abgespielt hat. Ich jedenfalls, bei allem Respekt vor der Freiheit des Mandats des Abgeordneten oder der Abgeordneten, habe schon gestaunt, wie breit die Interpretationsbreite dieser Freiheit ist. Aber okay, damit muss man in der Demokratie fertig werden. Und wir zeigen zurzeit, wie man in der Demokratie damit fertig wird, indem man kämpft, indem man um jede Stimme kämpft. Dieses Land ist in den letzten fast 5 Jahren, wie ich finde, exzellent regiert worden. Dieses Land hat einen Ministerpräsidenten, der für etwas steht, nämlich für Geradlinigkeit, für Aufrichtigkeit, für Korrektheit. Und deshalb ist das Programm, das die niedersächsische SPD in diesem Landtagswahlkampf anbietet und vorträgt, auch ein Programm, von dem, das spüre ich, wenn ich mit den Menschen hier im Lande rede, ich war heute Nachmittag in Hannover, ein Programm, das die Leute anspricht, von dem die Menschen den Eindruck haben, es ist ein Programm, das in der Kontinuität, in der Beständigkeit der bisherigen Politik steht. Eine Politik, die für Zuverlässigkeit steht, die für Geradlinigkeit steht, die für Investitionen in die innere Sicherheit, Investitionen in die wirtschaftliche Dynamik, Investitionen in die Bildung und in die Qualifizierung steht.
Investitionen in Bildung und Qualifizierung von der Kita bis zur Uni, bis zum Meisterbrief, bis zur beruflichen Qualifikation ist die Grundlage einer stabilen, nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung. Dafür steht diese Landesregierung, dafür steht auch das Programm für die nächste Wahlperiode. Ich kann bedauerlicherweise in Niedersachsen nicht wählen, weil ich, das ist weniger bedauerlich, in Nordrhein-Westfalen wohne. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die bedauern die Leute, die in Nordrhein-Westfalen wohnen. Weil es gibt natürlich kein schöneres Land als Niedersachsen, ist mir völlig klar. Der Ort, den ich übrigens in Niedersachsen am besten kenne, das muss ich mal verraten, ist Cuxhaven auch. Ja. Oh, jetzt hast du mich vor dem Fehler bewahrt, Olaf. Den Ort, den ich am besten kenne, ist Verden an der Aller. Ja. Da war ich in vielen Wahlkämpfen, du hast dafür gesorgt. Aber mein Vater und meine Mutter haben während des Krieges, weil mein Vater da stationiert war, eine Zeit lang in Verden an der Aller gelebt. Mein Vater war nämlich war bei einem berittenen Musikchor, hat der Trompete gespielt. Und die waren in Verden an der Aller stationiert. Und da haben wir familiäre Freunde gehabt. Und mein Herz schlägt also für Niedersachsen. Worauf ich kommen wollte, ist ganz einfach, ich lebe in Nordrhein-Westfalen, ich arbeite in der gesamten Bundesrepublik, klar, manchmal hauptsächlich in Berlin und natürlich in meinem Wahlkreis, in Würselen, das ist meine Heimatstadt, da bin ich zu Hause und deshalb kann ich in Niedersachsen nicht wählen. Aber wenn ich wählen könnte in Niedersachsen, da gäbe es nur eins. Und ich kann Ihnen diese Empfehlung aus tiefer Überzeugung nur mitgeben, meine Damen und Herren. Wählen Sie die zwei Stimmen SPD. Vielen Dank.